Hallo, liebe Spinnerinnen und Spinner und Handweberinnen und Handweber da draußen. Hier ist Shantimanu aus der Shantimanu Handspinnerei. Und heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie man handgewebte Stoffe versäumen kann. Ich werde ganz oft gefragt, wie ich das mache, und deswegen zeige ich euch, wie ich das mache. Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten. Und ich beziehe mich vor allem auf handgewebte Stoffe aus handgesponnenen Garn. Wenn ihr mit super, super feinen Garn arbeitet, dann sieht die Welt vielleicht schon anders aus. Wir sprechen jetzt hier über Stoffe, bei denen die Kette so zum Beispiel 30, 40, 50 Fäden auf 10 cm hat. Also vor allem auch Stoffe, die auf dem Gatterkamm gewebt werden oder so. Wann kann es interessant sein, Stoffe zu versäumen? Vor allem dann, wenn wir zum Beispiel Kleidung herstellen wollen und vernünftigen Saum haben. Aber natürlich auch, wenn wir zum Beispiel keine Fransen haben möchten, wenn wir einen Schal mit einer klaren Kante haben möchten oder wenn wir einen Tischläufer machen wollen, der keine Fransen hat. Also alles, was keine Fransen haben soll. Ich zeige euch zwei Methoden, nämlich einmal das Versäumen mit der Hand und das Versäumen mit der Nähmaschine. Bei beiden Methoden gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ihr die Kette bzw. das Webstück schon auf dem Rahmen vernäht habt. Dafür gibt es oben auch nochmal ein Video. Natürlich könnt ihr auch versäumen, wenn ihr den Stoff zerschneidet. Über das Schneidern handgewebter Stoffe habe ich mein eigenes Video gemacht, das ich euch auch gerne verlinke. Aber hier gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass wir einfach nur die Kanten versäubern wollen, versäumen wollen. Und es macht das Leben leichter, wenn die vorher schon vernäht sind. Möglichkeit Nummer 1 ist, den Rand einfach einmal umzuschlagen und mit einem Saumstich zu vernähen. Dafür werden die Fäden ganz, ganz knapp an dem auf dem Rahmen versäumten Stellen abgeschnitten. Für einen Saumstich nimmt man jeweils einen Kettfaden aus dem Stoff und sticht schräg in den umgeschlagenen Stoff ein. Und dann geht man von oben wieder zum Stoff, nimmt einen Kettfaden und sticht von unten wieder in den umgeschlagenen Stoff ein. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass die Naht von außen eigentlich kaum sichtbar ist, sofern man wirklich immer nur einen Kettfaden nimmt, wenn man in den Stoff einsticht. Der Nachteil ist, dass es von der anderen Seite meistens nicht ganz so schön aussieht, weil man eben die vorher versäumten Fäden sieht, die vorher vernähten Fäden, die abgeschnittenen Kettfäden im Prinzip und manchmal von innen auch ein bisschen die Naht. Es ist schön flach, es gibt tatsächlich eine sehr flache Naht und es geht schneller, als man denkt. Also es ist definitiv eine einfache und schnelle Methode. Meistens kann man das Ganze auch einfach mit der Hand festhalten und braucht vorher nichts abstecken. Allerdings ist es nicht unbedingt die sicherste Methode, weil hierbei durchaus sich Kettfäden nochmal lösen können oder Schussfäden und das nicht unbedingt die dauerhafteste Art ist, den Stoff zu versäumen. Aber es ist schön flach, es geht schnell, es ist einfach. Und von außen sieht es sehr, sehr schön aus, weil man einfach nichts sieht. Möglichkeit Nummer 2 ist, einen Rollsaum zu machen und ebenfalls mit einem Saumstich zu vernähen. Hier passiert im Prinzip das Gleiche, der Stoff wird eingeschlagen, allerdings zweimal. Das heißt, er wird einmal eingeklappt und dann nochmal. Wenn man möchte, kann man das Ganze natürlich auch feststecken. Ich hatte jetzt hier bei dem kurzen Stück so ein bisschen Schwierigkeiten. Man sticht auch hier einmal in den Stoff und einmal von unten nach oben in den Saum. Der Vorteil ist auch hier, dass man die Naht von außen eigentlich überhaupt nicht sieht. Es wird ein bisschen wulstiger als nur einmal umgeschlagen. Die Stelle wird ein bisschen dicker. Mit Übung bekommt man das aber auch recht flach hin. Meine Naht ist ein bisschen schief geworden, weil ich auf dieses kurze Stück wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das gleichmäßig zu machen. Aber der Vorteil ist auch, es ist sicherer und langlebiger, als den Stoff einfach nur einmal umzuschlagen. Und es sieht natürlich auch von innen hübscher aus als die andere Methode. Auch wenn das Ganze eben ein bisschen dicker ist. Das Ganze können wir auch mit der Nähmaschine machen. Es geht natürlich ein bisschen schneller, wenn wir mit der Nähmaschine arbeiten.
Wir können auch hier den Stoff praktisch einmal umschlagen, die Fäden so kurz, die Kettfäden so kurz wie möglich abschneiden und das Ganze am besten mit einem Zickzackstich vernähen. Das hat den Vorteil, dass es ein bisschen elastischer ist, als wenn wir gerade drüber nähen würden. Allerdings muss man da natürlich auch an der Nähmaschine so ein bisschen rumprobieren, gerade wenn man so ein bisschen dickere Wollstoffe hat, dass man die richtige Spannung findet und dass der Stoff wirklich durchwandert. Ich hatte hier am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten. Der Nachteil an dieser Methode ist natürlich, dass man die Naht von außen sehen kann. Ich habe hier absichtlich mit einem weißen Nähgarn gearbeitet, damit ihr seht, was passiert und was ich getan habe. Allerdings kann man natürlich auch eine Nähgarnfarbe wählen, die zum Stoff passt, dann fällt es nicht ganz so sehr auf. Hier gilt im Prinzip das Gleiche wie vorher. Es ist nicht die allerschönste Variante, weil man die Stoppeln von den Kettfäden so ein bisschen sieht. Durch den Zickzackstich ist es allerdings ein wenig sicherer, als nur mit dem Saumstich gearbeitet. Auch mit der Nähmaschine können wir natürlich einen Rollsaum arbeiten. Hier kann es bei einem größeren Stück Stoff natürlich Sinn machen, den Rollsaum vorher einzurollen und dann abzustecken. Ich bin auch hier mit einem Zickzackstich drüber gegangen. Ich finde, man sieht, dass ich nicht ganz so viel Erfahrung mit Nähmaschinen habe. Es ist nicht ganz gleichmäßig gerade genäht. Grundsätzlich ist das Schöne, dass bei der Nähmaschine wird das Ganze ein bisschen flacher als mit der Hand gearbeitet. Das liegt aber nur daran, dass die Nähmaschine hier natürlich das Ganze noch so ein bisschen zusammendrückt beim Arbeiten. Trotzdem ist auch hier, finde ich, der ganz elementare Nachteil, dass man die Naht auf der anderen Seite sieht. Und hier gibt es in puncto Sicherheit oder Langlebigkeit der Naht tatsächlich keinen Vorteil gegenüber dem handgenähten Rollsaum. Im Gegenteil, so ein fein handgenähter Rollsaum hält ewig und vor allem dann, wenn man wie ich auch noch handgesponnenes Wollgarn als Nähfaden verwendet, dann passt das natürlich besser und wird sich später auch besser verhalten als mit dem Polyesterfaden jetzt in der Nähmaschine. Und dann finde ich tatsächlich, sieht das hier mit der Hand genäht hübscher aus fast als der doch etwas kantige Rollsaum auf der Nähmaschine. Für welche Methode ihr euch entscheidet, hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit ihr habt, welche Möglichkeiten ihr habt. Ich finde, wenn man übt, mit der Hand zu nähen, dann wird man mit der Zeit schon ziemlich schnell und es dauert nicht signifikant länger als mit der Nähmaschine, zumal man die je nachdem aufbauen muss und so weiter und einfädeln und so. Aber natürlich spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, die Stoffe zu versäumen. Aber das sind die, die ich am liebsten verwende und vielleicht ist ja was für euch dabei. Vielleicht möchtet ihr die ein oder andere Methode ausprobieren.